Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Business Doc, der Arzt als Unternehmer. Ich freue mich wirklich sehr, bin hier heute in einer sehr großen und renommierten Kanzlei für Medizinrecht, der Rechtsanwaltskanzlei KWM, Kanzlei für Wirtschaft und Medizin. Ich freue mich sehr, an meiner Seite Herrn Rechtsanwalt Björn Papendorf begrüßen zu dürfen. Ich habe hier mal seinen Lebenslauf, ich musste mir das aufschreiben, konnte mir das alles nicht merken. Deshalb kurzer Abriss mal, also geboren in Steinfurt, seit 2005 Rechtsanwalt, seit 2005 aber dann auch hier in die Sozietät eingetreten, Partner bei KWM seit 2011, ist seit 2012 Fachanwalt für Medizinrecht, hat langjährige Referententätigkeit für den Freien Verband der Deutschen Zahnärzte, zahlreiche Publikationen, Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht, Deutscher Anwaltsverein und Mitherausgeber und Autor der Bücher Arztrecht, Zahnarztrecht und Tierarztrecht. Also, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr kompetenten Gesprächspartner für heute und ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier in unserer Serie, diesem Podcast, der Business Doc, diese Themen, da, so haben wir es ja angekündigt, auch über einen Partner beleuchten können. Also, nochmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Neumann. Papendorf. Willkommen bei uns in der Kanzlei. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung und wir haben uns für heute drei Themen rausgesucht, die wir zum Thema Arzt und Niederlassung besprechen wollen und wir wollen einsteigen mit dem Übernahmevertrag. Das haben wir überschrieben mit der Überschrift Inhalt und Bedeutung des Übernahmevertrags. Vielleicht steigen wir da einfach mal ein. Was ist wichtig bei dem Thema Übernahmevertrag? Also Herr Neumann, das Thema Übernahmevertrag ist tatsächlich etwas, was uns häufig in der Kanzlei beschäftigt. Und es gibt eine Vielzahl von Regelungen, die wichtig sind. Das wäre jetzt nachmittagsfüllend, wenn wir das jetzt heute alles besprechen wollten. Deswegen brechen wir es vielleicht mal auf die paar Kernpunkte, die in so einem Übernahmevertrag drinstecken, runter. Zum einen muss man sich das Ganze als Klammer für alle anderen Verträge vorstellen. Das Ganze ist dient der Sammlung aller Unterlagen, die wir für die Übernahme benötigen. Das ist klassischerweise Inventarverzeichnis, Arbeitsverträge, betriebswirtschaftliche Unterlagen, die für Sie ja ganz wichtig sind, genau, um das Ganze betriebswirtschaftlich durchleuchten zu können. All diese Unterlagen werden gesammelt und werden als Anlage auch diesem Übernahmevertrag beigefügt. Und was viele wundert, das wird auch hinterher nicht nur angeheftet etwa, sondern es muss fest miteinander verbunden werden. Nur wenn wir eine gebundene Fassung haben, die dann auch unterzeichnet wird, haben wir die Sicherheit, dass tatsächlich auch ein vollständiger Vertrag vorliegt. Ich stelle das immer wieder fest, dass eventuell dann nur der Vertrag unterzeichnet wird und das Inventarverzeichnis, das fügt man dann hinterher so bei. Die Wahrheit ist, wenn das Inventarverzeichnis fehlt und nicht beigefügt ist, weiß keiner, was habe ich eigentlich wirklich gekauft. Und von daher ist so ein Übernahmevertrag hinterher beängstigend dick. Aber wir kommen nicht umhin, all diese Unterlagen zusammen zu einem Konglomerat zusammenzufassen. Ja, also ist das Wort Klammer tatsächlich auch wörtlich gemeint? Ja. Es bindet tatsächlich die Dinge, die wichtig sind, die Übernahme, also auch tatsächlich für die Übernahme wirklich bedeutsam sind. Sie haben es gerade gesagt, Inventarverzeichnis, das können Mitarbeiterverträge sein, das können vielleicht irgendwelche anderen vertraglichen Bestandteile sein, die ja, glaube ich, mit übernommen werden müssen. Und also alles das, was zu einer Übernahme tatsächlich dazugehört, wird also hinten an den Vertrag angebunden. Und das ist mit Klammer gemeint. Genau. Und zwar also so miteinander verbunden, dass es sich auch hinterher nicht einfach wieder trennen kann, um das eventuell pfiffigerweise auszutauschen. Das ist ein Unternehmenskauf und da hängt wirklich viel dran. Das macht man sich manchmal nicht so klar. Das ist nicht nur ein Kaufpreis, den ich da bezahlen muss, sondern ich übernehme eine ganze Vielzahl von Verträgen. Am wichtigsten sind sicherlich die Mitarbeiterverträge. Das gesamte Personal übernehme ich so, wie es geht und steht. Das heißt, ich kann nicht auswählen und sagen, also drei gefallen mir, mit denen kann ich ganz gut. Und zwei andere, die gefallen mir nicht so sehr, die würde ich lieber dann nicht mit übernehmen. Nach § 613a BGB ist das ein Betriebsübergang. Und ich muss das gesamte Personal zu den bestehenden Konditionen zu übernehmen. Da gibt es einen Mythos vielleicht an der Stelle. Viele sagen, ja, und ich muss das Personal dann mindestens auch ein Jahr nach Übernahme noch beschäftigen. Genau. Das sei auch noch Teil sozusagen des Betriebsübergangs. Das ist einer dieser berühmten Rechtsirrtümer, die es in Deutschland so gibt. Das ist nicht der Fall. Ich kann nach Übernahme durchaus auch Personal entlassen. Unter den bestehenden gesetzlichen Voraussetzungen, das heißt, gilt das Kündigungsschutzgesetz ja oder nein? Ist es eventuell eine Mitarbeiterin in Elternzeit, Schwangerschaft oder Schwerbehinderung? Dann habe ich natürlich besondere Kündigungsschutzmechanismen. Ja. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich tatsächlich auch
innerhalb dieser Jahresfrist mit der gesetzlichen Kündigungsfrist Mitarbeiter schon entlassen. Aber das ist etwas, was sicherlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir zu prüfen haben, was gibt es für Mitarbeiter, was produzieren die für Kosten, muss ich da Weihnachtsgeld zahlen, muss ich Urlaubsgeld zahlen. Das ist sicherlich sehr unglücklich, wenn ich es im Vorfeld nicht weiß und dann im Dezember mir die Mitarbeiter mitteilen, Chef, wo bleibt eigentlich unser Weihnachtsgeld? Naja, was man ja in der Praxis dann tatsächlich doch immer wieder erlebt, dass das so ist, auch wenn man vorher genau, gesprochen genau hat. Deshalb also ist die Klammer so wichtig, um eben genau zu wissen, was, auf was lasse ich mich ein und welche Informationen bekomme ich im Absolut. Vorfeld. Das spricht ja eigentlich auch gegen diese sogenannten Standardverträge oder diese Schubkastenverträge, ja, die man immer mal wieder findet und sagt, hier, ich habe hier was, lass uns doch zwei Sachen ändern, nämlich unseren Namen und damit ist alles gut. Ja, also es wird Sie jetzt nicht wundern, dass ich als Anwalt kein großer Freund von Musterverträgen bin. Schließlich leben wir davon, aber tatsächlich kann ich es auch keinem empfehlen. Man muss sich mal überlegen, was gibt es denn für wirtschaftlich bedeutsame Verträge in meinem Leben? Vielleicht kaufe ich ein Haus, da gehe ich zum Notar, kann sicher sein, der Notar hat darauf geachtet, dass alles drin ist. Eventuell schließe ich einen Ehevertrag. Bisher ist mir noch nicht so oft begegnet, dass ich mir im Internet irgendwo einen Ehevertrag ausgedruckt habe und meine, damit käme ich dann zurück. Bei der Praxisübernahme, erstaunlicherweise, sind sehr viele der Auffassung, dass ihnen mit so einem Mustervertrag von der Kammer oder der KV gut gedient ist. Und davor kann ich wirklich nur warnen, weil solch ein Vertrag kann den individuellen Fall niemals abbilden. Und wenn da an der Stelle was fehlt und deswegen ist der Vertrag teilnichtig oder sogar insgesamt nichtig, ja, dann kostet mich das sehr, sehr viel Geld. Und das hätte ich besser am Anfang einmal ausgegeben für einen vernünftigen Vertrag, als hinterher für den Streit über einen schlechten Vertrag. In jedem Fall richtig. Das erleben wir tatsächlich auch immer wieder, dass man vorher dieses Geld dafür nicht ausgeben will, obwohl es verschwindend gering ist, wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was man damit falsch machen kann. Übrigens, schlimmerweise, auch immer wieder Berater, die sich dazu berufen fühlen, also Steuerberater, Wirtschaftsberater, die das so en passant mitmachen. Klar. Nach dem Motto, also, da machen Sie sich keine Sorgen, ich habe Erfahrung. Wichtig ist ja nicht nur, dass man jemanden hat, der Erfahrung hat, sondern der auch hinterher dafür gerade steht. Ja. Das heißt, unsere Berufshaftpflichtversicherung, die kommt hinterher dafür auf, wenn ich etwas vergesse. Und das ist sicherlich, was wahrscheinlich in den wenigsten Fällen passiert. Aber toi, toi, toi. Bisher habe ich eine ganz gute Quote. Aber nichtsdestotrotz, Fehler passieren. Und wahrscheinlich übrigens denjenigen, die es nicht so häufig machen wie ich jetzt, noch häufiger. Und ich habe eine Berufshaftpflichtversicherung, die dafür aufkommt. Ich glaube, auch das ist ein Grund dafür, warum so ein Mustervertrag nicht die ideale Lösung ist. In jedem Fall. Wir hatten im Vorgespräch schon eine dritte Angelegenheit besprochen, die wirklich wichtig ist und die auch in einem Übernahmevertrag stehen sollte. Also wir haben jetzt die Klammer, wir haben, dass wir keine Musterverträge haben. Aber es gibt eine Sache, die wichtig ist, damit ich vielleicht diesen Vertrag schließen kann, bevor ich überhaupt weiß oder Rechtssicherheit habe, wird mir diese Praxis, wenn wir jetzt über einen KV-Sitz sprechen, also eine Übertragung einer Zulassung, kann ich diesen Vertrag vorher unterschreiben? Können Sie dazu was sagen? Ja, das ist ja wirklich etwas, was viele erstaunt. Den Übernahmevertrag, den schließen wir als allererstes. Das heißt also, bevor wir einen Mietvertrag haben, bevor wir eine Finanzierung haben, bevor uns die Zulassung rechtskräftig erteilt wurde. Und das wäre natürlich misslich, wenn ich diesen Vertrag unterzeichnet hätte und hinterher scheitert nur eins von den dreien. Ich bekomme das Geld von der Bank nicht, ich kriege keinen Mietvertrag für die Räume oder ich kriege die Zulassung nicht. In allen drei Fällen habe ich die Praxis gekauft und kann sie nicht nutzen. Das wäre also so eine sogenannte aufschiebende Bedingung oder Bedingung, genau. die ich einbauen kann in den Vertrag, damit Absolut. Ich mich auch wieder lösen kann, wenn das nicht eintritt. Wenn eins von den dreien dann nicht funktioniert, dann löst sich der ganze Vertrag auf und wir sind wieder bei einem Status, den wir vorher hatten. Jeder geht seiner Wege sozusagen und das ist etwas ganz Essentielles. Das ist übrigens auch bei den Übernehmern manchmal nicht so einfach, dafür Sensibilität zu schaffen. Der Übernehmer denkt nämlich, was habe ich denn damit zu tun, ob der einen Mietvertrag bekommt oder eine Finanzierung oder die Zulassung. Nur die Wahrheit ist, auf Seiten des Übernehmers ist es ein existenzielles Risiko. Wenn ich also 200.000 Euro bezahlen soll und hinterher die Praxis nicht nutzen kann, weil ich die Räume nicht bekommen habe, dann kann das ein existenzielles Risiko sein. Der Abgeber in der Regel hängt nicht existenziell davon ab, genau an diesen Übernehmer zu verkaufen. Und so muss man versuchen, den Übernehmer mitzunehmen und ihm die Notwendigkeit solcher einer aufschiebenden Bedingung zu erklären. Das ist in meinen Augen etwas, was in jedem Vertrag drin sein muss. Das ist auch eines der wenigen Dinge in einem Übernahmevertrag, wo ich meine, das ist ein Dealbreaker. Also wenn das nicht akzeptiert würde vom Abgeber, dann muss man sagen, vielleicht
passen wir dann als Käufer und Verkäufer nicht so gut zusammen. Das ist ja sehr interessant, denn ich sag mal, viele sind ja auch so ein bisschen der Meinung, dass man dem Abgeber gegenüber immer viele Zugeständnisse machen muss und dann auch nicht diese letzte Konsequenz durchziehen kann, ihm tatsächlich noch zu sagen, was gehört in einen solchen Vertrag rein. Vielleicht eine abschließende Frage zum Thema Übernahmevertrag. Begleiten Sie die Verhandlungen bei einem solchen Übernahmegespräch und unterstützen Sie Ihren Mandanten dann in dem Moment? Absolut. Also was die Verhandlungen, juristischen Verhandlungen anbetrifft, dann ist das ist tatsächlich meine Sache. Im Idealfall hat der Abgeber, das schätze ich durchaus, auch einen Anwalt, weil es dann auf rein professioneller Ebene läuft und man nicht eben diese emotionalen zusätzlichen Gemengelagen hat. Ja. Wo ich ganz froh bin, was ich nicht so verhandle, das ist die betriebswirtschaftliche Seite. Das heißt, also Juristen können nicht rechnen, das wissen Sie. Und von daher halte ich mich aus diesen finanziellen Verhandlungen weitestgehend raus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir dieses Thema Übernahmevertrag zunächst mal so stehen. Interessant natürlich für die Zuschauer ist immer auch die Frage, an wen kann ich mich wenden oder kann ich mich auch an Sie wenden, wenn es da Fragen gibt, genau zu diesen Themen. Wir werden also die Adresse von Herrn Papendorf und von der Kanzlei unten in die Shownotes bringen, sodass also jeder die Möglichkeit hat, im Nachhinein zu diesem Podcast sich auch noch zu informieren und persönlich mit Ihnen zu sprechen oder da Kontakt aufzunehmen.